Moin, ich bin auch gleich wieder da. Ich meine, ich habe gar keine Pause gemacht, also in dem Sinne. Ich ziehe hier gleich weiter durch. Man hört es ja an der Hintergrundmucke schon, dass ich wo ich bin. Ich nehme gleich zwei Aufnahmesessions hintereinander. Einfach gleich mit. Ich meine, weiß nicht, ich bin gerade so gut bei Laune, da mache ich es einfach mal. Naja, und auch weil ich jetzt gerade mal die Zeit dafür habe. Ist ja so, ich habe ja jetzt gerade zufällig mal die Zeit dafür. Die Mucke. Die Mucke sagt schon nichts Gutes. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar, nicht zu verwechseln mit Sarazar, sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Aha, also Bosse, Herrscher oder sonst was. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und machte und ihrer Macht. Die wurden dann vertrieben. Als Anfänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Illuminados einen Schritt näher. Es ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Sattler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen. Aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf dass die Welt ohne Sünder sein, so wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Also als dumme Trottel durch die Gegend laufen und immer grüllen: Ey, Alter! Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Also beendet. Dann ist er kein Sünder mehr. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, dieses Munitionspaket schwebt so ein bisschen drüber. Also manchmal lustig, wo so die ganzen Sachen hängen. Was ist hier los? Och nee. Nicht dieser Scheißraum. Der Raum ist so kacke. Oh. Geil, wa? Wer baut eigentlich da überhaupt ein Fenster ein? Lauf! Ah, gucken wir mal, da kommt er ja. Nee, Alter, so einfach meist garantiert nicht.
Nee. Für den Arsch. So einfach mache ich's denn. Gut. Das war gekonnt. Das war nicht aus Versehen, das war pures Können. Treffer. Na? Ah, wieder Treffer. Yes. Ich kann hier keinen verdammten Bogenschützen gebrauchen, der mich die ganze Zeit nervt. Ah. Die wirken zumindest ein bisschen nett. Gutes Kraut. Ich möchte nicht davon erwischt werden. Das mache ich nur aus Sicherheitsgründen. Seid froh da oben, dass ihr da oben seid. Modi desvidi am Arsch. Oh. Das wollte ich mal ausprobieren. Na, willst du noch was, hä? So. Na, wo kommst du, hä? Mensch, der lässt sich Zeit. Gab's nicht mal irgendwie so eine Art Bildermist? Gut. Du Drecksau. Stirbst du auch mal? Mein Gott. Du lässt aber echt lange auf dich warten, Mann. Hätte ich die früher gesehen, hätt's gleich gebumst. Ich hab Bumsen gesagt. Oh, schick. Geld. Schade. Ich liebe Geld. Ey, bleibst du, Arsch. Hey! Ich hab gesagt, bleib stehen. Sag mal, geht's noch? Blöder Penner. Wow! So läuft das also, hä? Du willst Stress? Den kannst du haben. Ah, dreh ich ab. Du überlebst das nicht mehr lange. Ich kann nichts dafür. Er hat mich dazu gezwungen. Er hat mich dazu gezwungen.